Ja, hallo zusammen, Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe hier Patrick neben mir sitzen. Wir wollen heute nämlich mal so eine Art Gegenprobe machen. Ihr habt ja meine letzten Reichweitentest-Videos vielleicht gesehen, der Peugeot E208, dann der EQC und der Porsche Taycan etc. pp. Und immer wieder werde ich dann gefragt, ja, aber wie ist denn das mit dem Model 3 bei so einem Wetter? Da brauchst du doch genauso viel, oder mit deinem Model S? Und das wollen wir jetzt heute einfach mal testen. Mich interessiert jetzt, wir haben nämlich saumäßiges Wetter. Wir haben einen mega Wind, also bestimmt Windstärke 8 oder so. Und es ist wieder 8 Grad und es regnet manchmal leicht. Und wir wollen, Patrick und ich, mit unseren beiden Autos, du mit deinem Model 3 und ich mit meinem Model S, wieder die Teststrecke machen, Bremen, Bremerhaven und zurück. Und dann vergleichen wir mal, was haben wir denn hier für Verbräuche. Und zwar, wir haben jetzt ja Autos, die fahren gerne mal ein bisschen schneller. Und deswegen fahren wir wieder mit 150 Kilometer pro Stunde da, wo es geht. Ansonsten halten wir uns an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Und es sind wieder 130 Kilometer und dann am Ende wird abgerechnet. Alles klar? Hau rein! Geht los! Bleibt dran! Okay, wir haben jetzt erstmal auf der Hinfahrt nach Bremerhaven ziemlichen Gegenwind, also mindestens Windstärke 8. Und wir haben jetzt gerade Außentemperatur von 10 Grad, wie mein Thermometer anzeigt. Der Trip ist auf 0 gesetzt und wir starten durch. Wir fahren, wie gesagt, 150 km/h. Ansonsten halten wir uns an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Da ist ja die A27 Richtung Bremerhaven. Hat alles zu bieten, von Tempo 80 bei einer Baustelle bis 120. Und ein großer Teil der Strecke ist freigegeben. Am Anfang fahren wir wieder zuerst durch die Stadt, durch die Landstraße und die Tempo-30-Zone auf die Autobahn. Das habe ich bei allen meinen Tests jetzt so gemacht und deswegen mache ich das natürlich jetzt auch wieder, damit die Werte, die wir erzielen, irgendwie vergleichbar sind. Innentemperatur ist auf 20 Grad eingestellt, Klimaanlage natürlich aus, wir haben beide Winterreifen. Und dann sollte das eigentlich vergleichbar sein. Der Akku witzigerweise von seinem Model 3 hat ja eine Long Range, ist im Prinzip genauso groß wie meiner. Ich habe ja einen S75, also 75 Kilowattstunden Akku und das sollte auch die Nominalgröße von dem Model 3 Long Range sein. Ja, mein Akkustand ist 83%, Patricks ist glaube ich 94% gewesen. Das ist aber auch egal, weil uns geht es ja nicht um die Strecke von 100 bis 0%, sondern uns geht es um den Verbrauch über die Strecke. Und da ist natürlich der Akkustand erstmal nebensächlich. Trotzdem ganz interessant zu gucken, wie wir am Ende dann landen. So, jetzt geht's gleich auf die Autobahn. Hier haben wir noch Geschwindigkeitsbegrenzung. Wir sind noch bei 120 km/h, weil wir hier nicht schneller dürfen. Aber der Wind ist echt heftig. Also wir haben jetzt ziemlich einen Gegenwind und der ist so heftig, dass ich teilweise hier vom Wind weggedrückt werde. Also die Windgeschwindigkeit würde ich mal sagen, also geschätzt ist sie bei 80 km/h. Also wir kämpfen uns hier momentan gegen eine Windsäule, die ist nicht von schlechten Eltern. Das wird natürlich auf der Hinfahrt jetzt auf den Verbrauch eine ziemlich massive Auswirkung haben. Die ersten 10 Kilometer sind gelaufen und bei mir sieht es jetzt so aus, dass ich einen Verbrauch von 24,6 Kilowattstunden habe, also 246 Wattstunden. Ich frage mal Patrick. Patrick, 10 Kilometer sind rum, hast du schon einen Zwischenstand? Was verbrauchst du gerade so im Durchschnitt? Also ich bin bei 11,7 und habe auf der Strecke 223 Wattstunden pro Kilometer verbraucht und der momentane Verbrauch sagt 220 und noch 400 Kilometer Reichweite bei 91%. Ja, leider wird das Wetter immer schlechter. Wir haben jetzt hier doch so ein bisschen Regen dazu gekriegt und der Wind, naja, habe ich ja schon erzählt, der Wind ist echt heftig. Patrick ist ungefähr im Abstand von, ich würde mal sagen, 300 Meter hinter mir, damit wir nicht Windschatten fahren. Wir wechseln nachher auch mal die Position, damit man das auf jeden Fall komplett ausschließen kann. So, jetzt ist freigegeben. Das heißt, ab jetzt gilt Tempo 150, da wo es geht. So, wir sind 30 Kilometer unterwegs, haben einen Durchschnittsverbrauch von 268 Wattstunden, also 26,8 Kilowattstunden. Die
Wetterbedingungen sind also allerdings extrem worst case. Wir haben jetzt ziemlichen Regen und wir haben einen massiven Gegenwind von Windstärke 8 gefühlt. Ich weiß nicht, habe nicht genau gemessen, aber der Wagen wird hin und her geworfen. Es ist extrem stürmisch draußen und bin gespannt, wie das bei Patrick aussieht. Wir wechseln kurz die Position. Patrick überholt mich jetzt und fährt dann voraus. Also das Wetter ist echt der Hammer hier. Das gibt's gar nicht. Was ein beschissenes Wetter. So, wir sind gleich wieder da. Abfahrt Bremerhaven Zentrum. Momentaner Zwischenstand 58 Kilometer, 59 Kilometer gefahren. Und 272 Wattstunden, also 27,2 Kilowattstunden. Das war jetzt die Hinfahrt mit extrem Worst-Case-Bedingungen. Und hier ist die Abfahrt, Bremerhaven Zentrum. Hier machen wir wieder die Wende. Okay, wir stehen wieder an der Wendeschleife. 65 Kilometer gefahren jetzt und mein Zwischenstand ist 260 Wattstunden, das heißt 26 Kilowattstunden. Was macht Patrick? Zwischenstand bei dir? 244. 244. Ich habe 260. So, die letzten 65 Kilometer für die Rückfahrt liegen jetzt vor uns. Mein Zwischenstand bei 68 gefahrenen Kilometern, 261 Wattstunden, also 26,1 Kilowattstunden. Ja, genau, 150. So, wieder freigegeben. Ja. Ich will es versuchen, mich nicht von der Straße pusten zu lassen. Also der Seitenwind ist wirklich heftig. Hab zwar Autopilot an, aber man muss das Lenkrad trotzdem festhalten. Sonst schlägt es einen wirklich hier hin und her. Zwischenstand 80 Kilometer gefahren und wir haben 272 Wattstunden. Boah, jetzt fährt da doch einer direkt vor mir raus, ey. Gibt's ja gar nicht. Was soll das denn? Ist jetzt so schlechtes Wetter, dass der Autopilot nicht mehr anspringen will, weil die Linien nicht mehr erkannt werden. Ja, es ist wirklich Worst-Case-Szenario heute. Also so ein schlechtes Wetter kann man sich echt gar nicht vorstellen. Es schüttet wie aus Eimern. Wird eigentlich immer schlimmer statt besser, auch auf der Rückfahrt jetzt. Und von Rückenwind kann man auch nicht sprechen, weil dieser Wind, der dreht scheinbar irgendwie. Ich werde hier ständig hin und her geworfen mit dem Auto, so schlimm ist das. Und 150 zu fahren ist wirklich grenzwertig bei so einem Wetter. Wir ziehen das jetzt aber durch, müssen uns nur ein bisschen darauf konzentrieren, dass wir nicht von der Straße geweht werden. Also mein Verbrauch ist auch entsprechend ziemlich hoch. Jetzt bei 93 Kilometern Fahrtstrecke habe ich 28,4 Kilowattstunden im Durchschnitt. Das ist für ein Model S verdammt viel. Boah, nee.
Jetzt muss ich die Geschwindigkeit senken, das geht nicht. Wir wollen uns ja nicht umbringen hier. 120, das ist das Maximum bei dem Wolkenbruch hier. Also schneller wäre unverantwortlich. Aber bei dem Wetter ist der Test trotzdem ganz interessant, finde ich. Kilometer genau unterwegs jetzt und 28,5 Kilowattstunden der Durchschnitt. Worst case at its best, würde ich mal sagen. Ich kann jetzt nur noch 125 fahren, weil es einfach zu sehr schüttet. Es geht nicht. Die Straße ist komplett unter Wasser. Also Aquaplaning wäre sonst einfach viel zu wahrscheinlich, wenn ich schneller fahren würde. Das lasse ich mal lieber bleiben. Wollte ich eigentlich nicht so haben bei diesem Test, aber gut, so ist halt das Wetter. Ist mal ganz interessant zu sehen, wie sich da die Verbräuche verhalten, auch im Vergleich zum Model 3. Ja, auch in der Tesla-Welt sind die Verbräuche ganz schön hoch bei so einem Wetter und vor allem bei so einer Geschwindigkeit. Und wenn beides zusammenkommt, dann liegt man auch schnell mal bei 29 Kilowattstunden auf 100. Also ich habe jetzt die 28,7, 105 Kilometer unterwegs und der Dauerregen und der massive Wind, den wir haben, also fast schon Sturmböen auf jeden Fall, das ist halt für so ein Elektroauto der Effizienzkiller. Da kann das Auto noch so gut sein. Hallo Jens, alles klar bei dir? Ja, Moment. Alles okay. Also dieser Regen und dieser Wind, das hatte ich auch im Zusammenhang so noch nie. Schon gar nicht beim Reichweitentest. Und da sieht man mal, dass auch so ein hocheffizientes Auto wie ein Tesla auch bei so einem Wetter und gerade auch bei solchen Geschwindigkeiten, wenn beides zusammenkommt, doch auch nicht mehr so effizient ist, wie man das vielleicht im Sommer gewohnt ist, bei trockenen Temperaturen und keinem Wind. Da ist so ein Elektroauto halt jetzt bei diesen Bedingungen sehr, sehr anfällig. Anfällig in dem Sinne, dass es einfach mehr verbraucht. Und wenn man bedenkt, ich habe jetzt 30% im Akku, das heißt, ich habe 53% verbraucht für 120 Kilometer. Das heißt, würde also bedeuten, dass ich mit 100% im Akku nicht mal 240 Kilometer käme, wahrscheinlich ungefähr 220, wenn ich so fahren würde, wie ich jetzt fahre und wenn ich so ein Wetter habe wie jetzt, also so ein Extremwetter. Das ist mal ganz interessant zu erfahren. So, gleich sind wir zu Hause, ungefähr noch 1,5 Kilometer und dann schauen wir mal, wie das Fazit ausfällt von unserer extremen Verbrauchsfahrt hier. Ich bin gespannt, wie das Model 3 sich geschlagen hat im Vergleich zu meinem Model S. Das wird interessant. Ja, Patrick, das war ein Scheißwetter, oder? Also bei so einem Wetter bin ich tatsächlich selten gefahren. Also so ein Sturm und so ein Wolkenbruch. Also ich musste ja teilweise die Geschwindigkeit echt senken. Ich konnte nicht 150 fahren. Nee, ich denke mal, dass die auch ein bisschen mulmig war am Ende, oder? War nicht gut zwischendurch. Ja, gut. Wir dachten ja, der Rückweg wird besser, aber das ja. So, ich hab verbraucht 35,4 Kilowattstunden. Du hast verbraucht 33 Kilowattstunden. Bei mir stand 270 Wattstunden, bei dir steht 252 Wattstunden. Nee, ich habe 28% im Akku und ich hatte 83, als ich losgefahren bin. Das heißt, ich habe 55% Akku verbraucht. Ich bin jetzt bei 48% und bin losgefahren mit 95. Das heißt 47%. Ich habe also 55 verloren, du hast 47% verloren. Und 47 sind bei mir 33 Kilowattstunden anscheinend. Mhm. Aber du hast auch den 75 Kilowattstunden Akku eigentlich. Ich habe ja auch nominal den 75 Kilowattstunden Akku. Aber ich weiß aus einem meiner Tests, dass ich nur rund 65 Kilowattstunden nutzbar habe. Ah, okay. Das heißt, deine nutzbare Kapazität ist auch deutlich mehr als meine. Und man sieht natürlich auch, dass dein Model 3 deutlich effizienter ist als das Model S. Aber ich muss zugeben, dass so, ich das so ein großer Unterschied. Also das sind ja nicht mal 10%. Also ja. Das sind ungefähr 5%, würde ich sagen, oder?
Ja, nee, so 8%. Ja. 8, ja, ungefähr. Wenn du bei 270 bist. Ja. 270, 50, 60, 70, 20, 20 Wattstunden mehr. 8%, ne? Ja. Ungefähr. So, Pi mal Daumen. Hättest du, hättest du damit gerechnet? Nee. Also du hättest gedacht, du bist effizienter, wesentlich, ne? Wesentlich. Ja, ich hätte das ehrlich gesagt, hätte ich ehrlich gesagt auch gedacht. Von aber daher, bei dem Wetter war nichts zu holen. Ich glaube, bei so einem Wetter, da ist sozusagen das Worst-Case-Szenario für jedes Elektroauto. Da macht ja auch der vielleicht bessere Luftwiderstand von diesem Auto nicht so viel Unterschied. Ja, weil du einfach diesen Wind hast und vor allem die Regentropfen, das ist ja wie Wasser so eine auf der Straße, Wasserwelle und auch auf der Straße, diesen Widerstand, den du überwinden musst, der ist halt dann für alle gleich. Ja. Und da ist dann die Effizienz gar nicht mehr so entscheidend von so einem Auto. Ja, spannender Test. Auch jetzt kann man so ein bisschen einordnen, wie die 26 Kilowattstunden rund vom Porsche waren oder die 32 vom EQC. Aber da war das Wetter nicht so schlecht. Da war das Wetter viel besser. So, dass man eigentlich diesen Test nochmal machen müsste, wenn das Wetter besser ist. Ich wollte es eigentlich machen bei besserem Wetter und dass das heute so schlecht ist. Ich habe die Wettervorhersage mir vorher angeschaut und davon war überhaupt nicht die Rede. Vielleicht machen wir das nochmal, wenn das Wetter ein bisschen besser ist. Aber dieser Test war auch ganz interessant, denn das sind wirklich Worst-Case-Bedingungen gewesen. Also schlechter geht's kaum. Ja, also mir hat es Spaß gemacht, war ein bisschen spannend, fand ich. Und ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Danke, dass du dabei warst, dass du deine Zeit geopfert hast. Gerne. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Und wie immer abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.